Ihr seht, ich bin nicht in meinen Noten. Ich wollte über den prophetischen Dienst sprechen. Und meine Frau hat gesagt, ich glaube nicht, es ist dran. Und dann habe ich mit dem Martin gesprochen. Und der Martin hat gesagt, ja, die Frauen haben oft recht. Habe ich gesagt, das muss ich aber nicht am Mikrofon sagen. Er hat gesagt, oft recht, nicht immer, okay? Manchmal habe ich so einen Kampf mit meiner Frau und ich habe gelernt, gib auf. Wirklich mit menschlicher Waffe zu kämpfen. Und dann gehe ich runter in meinen Keller, ich habe Zimmer da, Büro und bete und nächsten Tag oder manchmal dauert es länger. Ich sage, okay, Gott, hast du sie noch nicht überzeugt? Und dann ein paar Tage, manchmal hat sie Gott überzeugt, danke, danke, Jesus. Es ist manchmal ein Sterben, aber es ist gut. Ich hab viele Jahre gebraucht, um das zu lernen. Zuerst wollte ich alles versuchen mit, ich habe doch recht. Und, Es ist wie der Bürgermeister. Es sind zwei Ehepaare im Dorf, die haben Streit miteinander. Und dann sagt der Bürgermeister, okay, ich werde jede einzelne Ehepaar hören, kommt in mein Büro, ja, aber separat. Dann hört er der erste Ehepaar zu, sagt, ihr habt recht. Okay, dann kommt der zweite Ehepaar, hört er zu, sagt, ihr habt recht. Und dann geht das Ehepaar raus, auf einmal geht die Tür auf und seine Frau sagt, ich habe alles gehört, ich war hinter der Tür. Das ist nicht in Ordnung, hat er gesagt, du hast recht. Seit dass ich verheiratet bin, wir haben einmal Streit gehabt, mich und meine Frau. Seitdem nie wieder. Weil wenn wir geheiratet haben, sind wir nach Argentinien gegangen und da sind wir auf die Pferde geritten. Und es war ganz interessant, unsere Hochzeitreise. Und jeder hat eine Pistole gehabt. Ja, das war cool. Und der Pferd schmeißt meine Frau um vom Pferd. Und dann schaut sie ihn an, sagt sie, das ist das erste Mal. Okay, ganz streng so. Sag ich, oh, okay. Dann geht sie wieder auf das Pferd, er schmeißt sie wieder runter. Sie hat das Pferd erschossen. Und später haben wir Streit gehabt miteinander und hat sie mir angeschaut und hat gesagt, das ist das erste Mal. Und seitdem haben wir nie wieder Streit. So, jetzt muss ich in den Geist gehen. Der letzte Teil haben wir besprochen, haben wir darüber gesprochen, über die griechische Denken und über das jüdische Denken. Und ich glaube, dass in die Zukunft, also Gott macht das mehr und mehr, aber ich glaube, in der Zukunft wird wieder mehr und mehr ein Schwerpunkt gelegt in der Gemeinde. Weil Jesus hat gesagt, geht hin in die ganze Welt, bringt Leute in die Gemeinde, dass sie sich hinsetzen, jeder an seinen Platz, dass sie immer dasselbe Platz bewahren, dass sie treu sind, dass sie den Zehntel geben, dass sie nicht in andere Gemeinde gehen, dass sie nicht Seminar besuchen, dass sie nicht eine falsche Lehre bekommen, dass sie nicht auf eine Bibelschule kommen, dass sie immer in dieselbe Gemeinde bleiben. Nein, das hat er nicht gesagt, oder? Nein. Geht hin und macht alle zu Jünger. Wow, Jünger. Sehr interessant, weil da ist wirklich, was mir Gott gesagt hat. Er hat gesagt, ganz klar, mach Jünger. Sag ich Gott, das mache ich schon. Aber ihr wisst ja, wie es ist. Wenn du Gott was sagt, hat es bestimmte Sinn. Da habe ich überlegt, denke ich, okay Gott, was ist jetzt Jünger, Jünger, Jünger? Und dann war sehr interessant, ich war am Flughafen, ich weiß nicht mehr, ob es war für nach Israel zu fliegen oder zum Rückflug, ich weiß nicht mehr. Ich glaube, es war der Hinflug. Und vor mir war ein Jude, Rabbiner so. Und wahrscheinlich hat er gedacht, ich bin auch Jude, wegen meiner Nase, ich weiß es nicht. Und redet sich um und sagt,
Sehen Sie da drüben, das ist einer von meinen Jüngern. War ein anderer Rabbi und er sagt mir, es ist einer von meinen Jüngern. Aber das war Gott, da war Gott im Spiel. Denke ich, okay, das ist interessant. Und habe ich geschaut in die jüdische Kultur, was ein Jünger ist. Und das ist sehr interessant, wenn Jesus gekommen ist, was hat er gesagt? Macht Jünger. Es war nichts Neues für sie, es war ganz Normales. Und dann einmal war ich in, habe ich da studiert, was Jüngerschaft ist und so weiter. Und es ist interessant, einmal war ich im Zug und dann war ein Kontrolleur, wie Tickets so verlangt. Und da waren 4, 5 Juden. Also so mit der Hut auf dem Kopf und alles. Und der Kontrolleur war nicht so nett mit ihnen. Ah, sitzt nicht richtig und so. Und ich habe sie dann verteidigt, die Leute. Ich mag keine Ungerechtigkeit. Ich habe gesagt, sie, das sind Junge. Ob sie da sitzen oder nicht, ist nicht schlimm. Sie haben einfach einen Fehler gemacht, schließen sie die Augen, sie stehen auf und sie gehen da. Oh, oh, oh. Und habe sie gesagt, ja, sie sind ein Gerechter. Habe ich gesagt, ja, ich weiß. Ja, aber bei den Juden, wenn du Juden helfst, bist du ein Gerechter. Okay, ich kenne ein bisschen Geschichte. Und dann spreche ich mit ihnen und sage sie, ah, ich mag die jüdische Volk und so, ich bin Christ und dies und so und jenes, war Zuhälter, Drogenhändler. Ich schenke euch alle ein Buch. Und habe mein Buch Zeugnis gehabt, mein Zeugnisbuch. Ich habe keine dabei, leider. Nächstes Mal, wenn sie mich wieder einladen, werde ich mitnehmen. Gutes Buch findet ihr im Internet. Und dann hab jeder ein Buch geschenkt. Einer wollte nicht. Okay, das ist eine harte Nuss da. Aber ich habe einen Nussknacker. Dann rede ich mit ihm und sagte, ja, wer ist euer Rabbi? Sagt, zählt denn der? Okay, ich habe gar keine Antwort. Und dann bin ich gegangen und so. Und dann habe ich aber Freunde, messianische Jude, habe ihn angerufen, habe gesagt, du, der fragt mich, wer mein Rabbi ist. Er hat gesagt, ja, dein Rabbi kommt von Nazareth. Sage ich, okay, aber was ist der Gedanke dahinter? Wieso fragt er mich, welcher ist mein Rabbi? Weil ein Rabbi gibt eine bestimmte Lehre weiter. Und das wusste ich nicht. Und deswegen hätte ich gesagt, war der Rabbi Libowitsch oder Slibowitsch oder was weiß ich. Oder Rabbi Jacob, habt ihr da gesehen mit Louis Funès? Ja. Habt ihr da gesehen? Ah, das ist super, der Film. Habt ihr den nicht gesehen? Okay. Nächstes Mal, wenn ich komme, müsst ihr diesen Film gesehen haben. Der ist total lustig. Er ist als Rabbiner, er ist voll lustig. Aber okay. Und der Rabbiner, er gibt einen Gedanke weiter. Und das ist ganz wichtig. Unser Rabbi ist Jesus. Und er gibt uns seine Lehre weiter. Und das ist wichtig. Die Leute haben der Rabbi geschaut, wie er spricht und wie er lebt. Weil das Teil ist, dass das Ziel ist, das Leben mitzuteilen. Ich habe mir viel Gedanken gemacht. Ich habe gesagt, okay, Gott, ich will fruchtbar sein auf der Erde. Ich habe nur ein paar Jahre zu leben. Ja, 30 schätze ich noch. Und vielleicht, 60 noch. Nein, nicht ganz 60. Bis 120, okay. Ich habe noch viele Jahre zu leben, Halleluja. Und dann denke ich, okay, wie kann ich Frucht tragen? Weil es geht ja um Frucht tragen. Ich habe euch gesetzt, damit ihr geht und Frucht tragt und Frucht, die bleibt. Und ich mache mir Gedanken, wie kann ich Frucht tragen für die Ewigkeit? Und manchmal denkt man, ich habe gedacht, oh, große Evangelisation, tausende von Leuten zu erreichen und dies und so. Und das ist okay. Aber wenn man sieht, die Art, wie Jesus gemacht hat, die Strategie von Jesus, er hat 12 Leute ausgesucht, im Gebet, wie der Vater ihm gezeigt hat, und das waren 12 Chaoten, wie du und ich. Wirklich. Es gibt eine Chance für jeden von uns. Und er hat sein Leben, manche Leute sagen, er hat 18 Monate von seinem 3 Jahren Dienst in diese Leute investiert. Von der Zeit her. Hat gepredigt und so weiter. Und der Rest von der Zeit nahm er seine Jünger und erklärte ihnen separat die Sache vom Reich Gottes. Er hat investiert, sein Leben investiert. Weil ich habe geschaut, ich habe also studiert die ganzen Sachen. Und man sagt, wenn man so wie jetzt, wenn ich predige, 15% werde es umsetzen, 15%. Und da sind oft die Leute, wie eine Berufung haben als Leiter oder Leiterpotenzial und so weiter. Der Rest werde es nicht umsetzen. Aber wenn man, wie sagt man, wenn die Leute gelehrt werden und wenn sie sehen, praktisch sehen, wie es gemacht wird, ja,
der Prozentsatz steigt. Und wenn die Leute hören, sehen und mitmachen, dann ist ganz hoher der Prozentsatz. Seht ihr? Dieser Gedanke von Jesus, der ist nicht blöd. Er weiß, wie es geht. Wir müssen zurück zu der Strategie, die uns Gott gegeben hat. Jüngerschaft. Ist nicht, um Werbung zu machen, aber es ist trotzdem Werbung, weil jetzt wird spannend, der nächste Teil vom Film, dann kommt immer die Werbung. Es ist wirklich so im Fernsehen, oder? Es ist wirklich, jetzt wird spannend und dann, Deo. Creme-Deo, ganz neu. Man braucht nicht mehr zu spritzen für die Umwelt. Halala. Doch, habe ich gelernt. Ich war in der Gemeinde in Deutschland. Die Leute sagen, oh, kennst du das? Sag ich, nein. Ja, der Prediger hat das gesagt. Jetzt gibt es ein Deo in Creme und so weiter. Muss man nicht mehr spritzen, macht man unter die Arme. Und okay. Und ja, dann kommt gerade die Werbung. Die Werbung, wie ich machen wollte, ist ganz einfach. Ich habe ein Buch geschrieben über Jüngerschaft, wenn ihr Interesse habt. Also ist echt eine Notwendigkeit. Und ich merke, wie es schwierig ist manchmal für uns, dass wir das kapieren. Gott hat mir gesagt, mach jünger. Ich dachte, ich mach schon jünger. Und hat mir Gott geschult, was wirklich Jüngerschaft ist. Mehr und mehr. Ich habe ein Buch geschrieben. Ich werde noch andere schreiben über Jüngerschaft. Ich habe immer 10 Projekte im Kopf und 4, 5 Bücher schon im Computer. Aber momentan mache ich was anderes, schreibe über prophetische. Und dann gehe ich vielleicht zurück in diese Sache. Sie sind schon geschrieben, aber ich will wirklich arbeiten und so weiter, dass es gut ist, was rauskommt. Dass es einen Einfluss hat für die Ewigkeit. Weil irgendwann werde ich sterben oder entrückt werden, ich weiß es noch nicht. Was bleibt dann? Meine Bücher werden immer bleiben und immer noch Einfluss haben. Giovanni ist nicht blöd. Giovanni ist schon lange in Deutschland. Ja. Also seht ihr, man denkt in der Ewigkeit denken, nicht nur begrenzt denken. Und Jüngerschaft ist ein ganz wichtiges Thema. Und ich habe in meinem Team Leute, nach 3 Jahren kommt eine. Jetzt habe ich verstanden, was Jüngerschaft ist. Ich sage, ja, Prost, Mahlzeit. Jetzt hat sie endlich verstanden. Weil mir ist es so geprägt, 20 Jahre Gemeinde, und dann denkt man, ja, man weiß und so weiter. Und ich gehe oft in der Gemeinde, in manche Gemeinde 2, 3 Mal im Jahr und immer wieder Jüngerschaft, Jüngerschaft. Und ich sehe, ja, super, das stimmt und so weiter. Aber der Umsetzung, das ist wieder anders. Und deswegen, ich mag es, wenn ich Leute mitnehmen kann und reisen. Keine Frau allein oder ein Ehepaar oder ein Mann oder 2 Männer. Und ich liebe es, weil dann sehen sie, wie du praktizierst. Und dann gehe ich nachher mit ihnen und sage, siehst du, das war in der Gemeinde und dies und das. Und ich habe so viel gelernt. Ich war viel mit Propheten unterwegs am Anfang. Ich habe sie, Gott hat das wirklich total gut geführt. Ich wusste das nicht, dass das meine Schulung war. Ich habe die Leute mitgenommen in Frankreich, in Deutschland, in Schweiz mit dem Auto. Ich habe sie überall rumgefahren. Ha, du bist Zeuge. Und war ganz, das war eine echte Schulung für mich. Das war super. Und ich habe gelernt, zum Beispiel, Gott hat zu mir gesprochen, in der Gemeinde ist das und das. Wow. Ich werde hingegangen, das Schwert. Alle den Kopf abgehauen, fertig, Feierabend. Und dann habe ich den Prophet gesehen, der geht hin und lehrt und so weiter und so weiter. Und im Grunde genommen, er sagt das Gleiche, wie ich gesagt hätte, nur er hat schön eingepackt in eine Predigt und so weiter. Das war einfach Weisheit. Und so habe ich gelernt, learning by doing und mit zusammen mitzureisen, habe ich sehr viel gelernt. Ist interessant, oder? Weil man weiß nur, was man umsetzt. Ist eine Erkenntnis, wie eine Herzenkenntnis ist. Der Mensch ist, wie er ist in seinem Herzen. Ich habe Leute gesehen, die haben Bibelschule gemacht. Die sind rausgekommen, die sind heute nicht mehr Christ. Wirklich. Manche Leute sagen, dass 50% von den Leuten, die Bibelschule gemacht haben, abgefallen sind. 50%. Warum? Ich habe mir Gedanken gemacht, warum ist das so? Warum? Ich sage jetzt nicht von hier, beruhigt euch, aber Bibelschule 1 Jahr oder so 2 Jahre, weil manchmal sind die Leute dann total abgegrenzt von der Welt. Sie sind auf dem Berg, sie leben von der Salbung von der Redner und von den Leuten, die da sind. Und wenn sie wieder in den Tal gehen, glauben sie, sie sind immer nur auf die Wolke. Aber im Tal kommt die Prüfung. Im Tal
kommt die Umsetzung. Was man gelernt hat, ist es wirklich in uns? Wird man wirklich widerstehen? Und wenn man ins Detail geht, ihr wisst ja, wie es ist. Der goldene Kalb ist da und so weiter und so weiter. Ja, wie reagiert man dann? Und deswegen finde ich, Jüngerschaftsschule ist anders als Bibelschule, wo die Leute sitzen, gepredigt. Jüngerschaftsschule ist dann praktisch. Deswegen, ich liebe zum Beispiel Jugend mit einer Mission. Ich bin nicht von Jugendmission engagiert, ich habe keine Prozente, nichts. Ne? Aber ich nur um zu sagen, Jugend mit Mission finde ich gut. Oft gehen sie Einsatz im Ausland und so weiter und die Leute werden gefordert, anderes Denken, andere Kultur, Konfrontation. Das ist super, oder? Versteht ihr? Seid ihr alle dabei? Erinnert euch mit Petrus, ich werde dich nicht verleugnen. Aber wenn die Umstände da sind, dann sieht man, glaubt man das wirklich? Lebt man wirklich so? Hier in der Gemeinde, ja, ich werde Jesus nicht verleugnen. Nein, in der Endzeit. Nein, die Bibel sagt, sie werden sich verraten einander. Das ist, was die Bibel sagt. Man kann schnell sagen, ja, ich mach's nicht. Ich sage euch ehrlich, ich weiß es nicht. Ich brauche echt die Gnade Gottes. Menschlich gesehen, dann ich sage, nein, das mache ich niemals. Aber wenn man meine Kinder nimmt, meine Frau nimmt, oder was weiß ich, wie werde ich dann reagieren? Ich sage euch ehrlich, ich weiß es nicht. Deswegen, erkennen ist nicht nur Informationen zu haben. In Matthäus 11, deswegen mag ich manchmal, ich komme in Gemeinden, manche Gemeinden, und eine besonders in der Schweiz, die mag ich. Der Pastor ist sehr gut. Er sagt, okay, und ich sehe, wie, ich weiß nicht, ob das schweizerisch ist oder nicht, aber ich sehe vielleicht mehr Tiefgang, wie zum Beispiel vielleicht in Frankreich bei den Schweizer, kann das sein? Sind auch Löcher im Käse, aber, aber vielleicht ist mehr Tiefgang, ich weiß es nicht, von der Kultur her, von der Schweizer. Aber der Pastor sagt, ja, wie hast du das gemeint? Und ja, mit Jüngerschaft und komm und lehr darüber. Und dann, er hat viel Fragen und er tut wirklich umsetzen die Sachen. Ist wirklich irgendwo ein Tiefgang da. Versteht ihr, was ich versuche zu vermitteln? Und oft, ich merke, sie sind charismatisch, ja, sind charismatisch auch für den Heiligen Geist, aber so eine Ernsthaftigkeit und ja, Schritt für Schritt voran, aber trotzdem vorangehen. Und manchmal sehe ich bei charismatischen Gemeinden, ich spreche nicht von hier, das ist ja die perfekte Gemeinde, bis dass ich reingekommen bin, war sie nicht mehr. Jede Gemeinde hat irgendwo, okay, perfekte gibt's nicht. Aber hier ist eine sehr gute Gemeinde. Du erlebst Gott. Aber oft manchmal in charismatischen Kreisen merke ich eine Oberflächlichkeit manchmal. Nein? Oder? Und ich sehe, jeder hat seinen Vorteil, seinen Nachteil, aber ich reise jetzt seit 25 Jahren um die Welt rum. Also ein bisschen Erfahrung habe ich, wie ihr vielleicht nicht habt, weil ihr seid ja vielleicht in ein, zwei, drei Gemeinden gewesen. Aber manchmal sehe ich, die Leute, die nicht charismatisch sind, wenn zum Beispiel jemand umzieht, ist die ganze Gemeinde da und hilft umzuziehen, jemand kocht für die andere und so weiter. Seht ihr, man muss der Praktische und der Beide zusammen. Und deswegen brauchen wir einander. Wir brauchen den fünffälligen Dienst, wir brauchen die Leute, die Gemeinde wieso sind. Das Hauptproblem, wie wir heutzutage haben, hör gut zu, das Hauptproblem, wie wir heutzutage haben, dass wir nicht den Einfluss haben, wie Gott möchte, dass wir haben. Was ist das Hauptproblem? Mangel an Einheit. Und der Teufel weiß das. Deswegen müssen wir in Einheit sein. Das bedeutet nicht gleich, aber Einheit haben zwischen der Gemeinde. Sogar nicht charismatisch. Ich bin manchmal eingeladen in nicht charismatische Gemeinde. Ich sage, okay Gott, was soll ich jetzt machen? Und dann Gott gibt mir Weisheit. Sag ich, okay, wollt ihr einen Segen haben oder wollt ihr alles haben, was Gott für euch hat? Tja, sie sind jetzt vor der Wahl gestellt. Und oft sagen sie, wir wollen alles, was Gott hat. Deutet für mich, du hast weiße Karte, du hast Freiheit. Versteht ihr, was ich meine? Und man braucht Weisheit, die Leute zu holen, wo sie sind, um sie zu bringen, wo Gott sie bringen möchte.
Und das ist auch Teil vom prophetischen Dienst. Du siehst, was Gott vorhat und du siehst, wo die Leute sind. Und da ist ja eine Spannung da. Und dann die Weisheit habe, okay, wie Gott, was hat er gemacht? Er ist Mensch geworden. Und das ist Demut. Wir müssen uns, sogar wenn wir mehr sehen oder mehr Erkenntnis haben oder etwas sehen, die Leute abholen, wo sie sind, damit wir sie weiterbringen können. Und das fordert Weisheit und Demut. Pastoral, so wie dem unsere liebe Martin, mein Pastor. Er ist wie ein Kuschelbär, der Martin, da. So. Doch wirklich, man könnte ihn gerade kuscheln, oder? Ist wirklich so, oder? Seine Frau macht das gern. Ja, wirklich, ich mag so, der Martin ist echt da. Ist echt zum Kuscheln so. Aber nicht zu viel, Achtung. Okay. Matthäus 11, Vers 15 sagt er, wer Ohren hat zu hören, der höre. Die französische Übersetzung, also eine von den französischen, gibt mehrere, sagt, der wie die Fähigkeit zu hören, ermutigt sich, dass er auch versteht, was ich sage. Man kann hören und nicht verstehen. Aber wichtig ist zu verstehen, was man hört. Weil man kann nicht umsetzen, was man hört, wenn man es nicht verstanden hat. Man kann hören und Informationen sammeln, aber wenn man sie nicht versteht und nicht lebt, wird es keinen Einfluss haben und keinen Wert haben. Deswegen sagt Jesus, dass wir verstehen sollen, nicht nur intellektuell, aber mit unserem Herzen. Der zweite Teil von diesem Vers, wie ich vorher gelesen habe, am Anfang, ist die Intelligenz. Die Intelligenz ist Verständnis. Verständnis ist die Erkenntnis zu haben, warum die Sache geschaffen worden ist und welche Funktion hat es im Originalplan von Gott. Es geht um den prophetischen Dienst. Warum hat ihn Gott geschaffen? Und was ist das Ziel mit dem prophetischen Dienst oder die Funktion, wie der prophetische Dienst haben soll? Und dieses Verständnis ist dieses Verständnis von dieser Wahrheit. Diese Wahrheit in Griechisch ist das Wort Aletheia. Und das ist das, die Wahrheit, die seit Anfang ist, also in Gott. Okay, diese Wahrheit sei der Anfang, nicht deine Wahrheit irgendwann. Die Wahrheit sei der Anfang, das bedeutet, warum Gott das geschaffen hat und wie Gott möchte, dass es funktioniert. Warum hat Gott den prophetischen Dienst geschaffen und wie möchte Gott, dass der prophetische Dienst funktioniert. Und das werden wir später sehen. Und deswegen ist es wichtig auch, wie Gott möchte, was der prophetische Dienst ist, warum Gott ihn geschaffen hat. Und wie er ihn gebrauchen möchte. Und da ist etwas ganz Wichtiges. Warum? Es gibt ein anderes Prinzip. Wenn du nicht weißt, wer du bist, wirst du versuchen, eine andere Person zu sein. Okay? Mit Identität. Und das Gleiche ist mit dem Dienst. Wenn du nicht berufen bist als Prophet, versuche nicht ein Prophet zu sein. Du wirst nur Probleme haben. Und du wirst nicht deine Berufung erfüllen können, wie Gott für dich hat. Prophet zu sein oder Apostel oder einer von den fünffälligen Dienst ist nicht, dass du was Besonderes bist, du bist nur ein Diener von allen. So einfach ist das. Nicht, weil du Prophet bist, Apostel oder irgendwas, dass du was Besonderes bist, weil unser Wert, wer wir sind, ist nicht abhängig von einer Funktion. Unser Wert ist von Gott. Wir sind Söhne und Töchter Gottes. Das ist ganz wichtig, weil ich sehe manchmal, Leute sind Apostel und so weiter und Prophet und was weiß ich. Alles, was die Leute sind, Bischof, Trishop und Quadrishop und was weiß ich alles. Und Coffeeshop und was weiß ich alles, was es gibt. Ja, ist echt, es gibt ganz viel so Sachen. Und das zeigt oft, oder Leute wie ein Mangel habe, ein Bewusstsein von ihrer wahren Identität oder Leute wie Minderwertigkeit habe und dann muss ich ihn Pastor nennen, muss ich ihn Prophet nennen, muss ihn so und so und so. Und das ist, das zeigt, dass Probleme da sind in der Person, ja?
Jesus hat nicht gesagt, ja, nennt mich der Sohn Gottes, nennt mich Rabbi und nennt mich, ja, war ganz normal. Oder? Gut. Aber wenn ihr, ja, wenn ihr Berufe seid, wenn ihr nicht Berufe seid zum prophetischen Dienst und ihr glaubt, dass ihr seid, könnt ihr viel Schade tun zu anderen, aber auch zu euch selbst. Warum? Ihr könnt offen sein für Aktivität oder eine Salbung, wie vom Feind kommt. Weil ihr müsst ja was produzieren. Ihr müsst ja prophezeien. Ihr müsst ja. Und welche Quelle tut ihr euch dann anzapfen, wenn ihr nicht Berufe seid? Und es ist sehr interessant, weil der Vers, wo ich gelesen habe, im Psalm 82, ist, sie haben keine Erkenntnis, sie haben kein Verständnis und deswegen laufen sie in der Finsternis. Wow. Wenn man kein Verständnis hat, wenn man keine Offenbarung hat, kann man in der Finsternis wandeln. Deswegen ist Offenbarung so wichtig. Und Offenbarung bekommt man durch Beziehung. Deswegen der erste ist Beziehung. Beziehung mit Gott, mit dem Heiligen Geist, mit dem Vater, mit Jesus, bringt Offenbarung. Offenbarung, wenn wir sie empfangen, kann man sie glauben oder nicht glauben. Wenn man sie glaubt, nimmt man sie an. Wenn man sie nicht glaubt, verwirrt man sie. Und wenn man sie glaubt, ist es wichtig, dass man sie umsetzt. Okay? Wenn man sie nicht umsetzt, bringt sie nichts. Offenbarung ist da, um umgesetzt zu werden. Offenbarung kommt durch Beziehung mit Gott. Kriegt man die Offenbarung? Glaubt man sie? Setzt man sie um? Manifestation? Dann wird sie sichtbar. Okay? Was ist Offenbarung? Offenbarung, das griechische Wort, ist Apokalypsis. Es sind zwei Worte, Apo, wegnehmen, Kalypsis, der Schleier. Das bedeutet, es war etwas da, wie wir nicht gesehen haben, weil wir haben einen Schleier. Wenn der Schleier weggenommen ist, wow, sehen wir, was immer da war, da, wie wir nicht gesehen haben, weil wir einen Schleier haben. Wenn wir die Bibel lesen, kennt ihr das? Auf einmal, boah, das habe ich noch nie gesehen. Aber es war immer da, du hast es nur nicht gesehen. Deswegen brauchen wir Offenbarung. Und der prophetische Dienst ist der Dienst der Offenbarung. Ich wiederhole. Der prophetische Dienst ist ein Dienst der Offenbarung. Und deswegen ist das ein ganz wichtiger Dienst in der Gemeinde. Alle Dienste sind Dienste der Offenbarung, aber speziell der Prophet ist noch ein tieferer Dienst von Offenbarung. Um das Leben zu leben, wie Gott für uns hat, ist es wichtig, den Blick oder die Perspektive Gottes für uns zu haben. Das ist ganz wichtig, besonders auf unsere Identität. Unsere Identität kommt von Gott. Seht ihr, wie es wichtig ist, wenn sich Gott vorstellt, ja, wer bist du? Sagt er nicht, ich bin das oder zähl das jetzt. Ich bin der Gott von deinen Vätern, Abraham, Isaac, Jakob. Väter geben immer Identität. Und da ist ein anderer Teil, wie Gott wieder ganz stark vorbringen wird in die Gemeinde, ist Väter und Mütter. Warum? Warum? Thierry, gib mir einen Bibelvers über das. Ja, sofort. Vor dass der schreckliche Tag des Herrn kommt, werde der Geist Elia senden und der Geist wird das Herz von den Vätern zu den Kindern zurückbringen. Und der Herz von den Kindern zu den Vätern. Interessant. Der Geist Elia ist interessant. Ich mag Elia. Ist ein Geist, wie wieder Vaterschaft bringt. Der Geist auf dem Buße, wieder Vaterschaft bringt in der Gemeinde. Und der Herz von den Vätern zu den Kindern. Und der Herz von den Kindern zu den Vätern. Aber ein anderer Teil von Elia ist der Geist, wie gegen Isabel kämpft. Und das ist ein harte Nuss, glaubt mir. Isabel ist echt heftig und es gibt mehr, als wir glauben. Und ich spreche, wenn ich von Isabel sprich, ich sprich nicht von Frauen, ich sprich von Männern und Frauen, wie unter der Einfluss sein können von diesem Geist. Ich habe Männer gesehen, wie die Eigenschaften haben von Isabel. Wie unter einem Isabel Einfluss war. Nicht nur Frauen, auch Männer. Und das ist heftig. Aber es ist mehr für die, können Sie das ausdrücken,
von der Wesen von der Frau, ja, Manipulation und so, wie der Mann manipuliert auch, aber dann auf eine andere Art, mit Gewalt und so weiter. Die Frau ist mehr so, wenn sie manipuliert, ist mehr... Ja, okay. Ich verstehe, was ich meine. Aber ein Geist ist nicht menschlich oder fraulich. Er kann beide benutzen. Und ja, ich werde auch ein Buch darüber schreiben. Seht ihr, ich habe noch viel vor. Und auch ein Buch über Ahab. Weil Gott ist ganz klar. Das Problem, er geht nicht zu Eva. Er geht zu Adam. Er hat seinen Platz nicht genommen. In der Offenbarung, er geht nicht zu der Frau, wie sie sich Prophetin nennt. Er geht zu der Leiterschaft. Er sagt, was ich gegen dich habe, ist, dass du Isabel gelehren wirst. Das Problem ist nicht Isabel. Das Problem ist der Geist Ahab. Wenn die Männer ihren Platz nehmen, sind Männer da? Hallo. Wenn die Männer ihren Platz nehmen, Männer steht auf. Ja, bleibt sitzen jetzt, aber ihr versteht, was ich meine. Ja. Klage nicht über was du zulässt. Ich wiederhole. Klage nicht über was du zulässt. Schon Männer sind schon zu mir gekommen. Oh, meine Frau trägt die Hose zu Hause. Ich sage, ja, wieso hast du sie ausgezogen? Ja, so einfach ist das. Was klagst du über etwas? Klag nicht über was du duldest in deinem Leben. Was du nicht konfrontierst, wächst. Und er ist ein heftiger Geist. Und wenn ihr wirklich berufen seid zum prophetischen Dienst, werdet ihr mit diesem Geist zu kämpfen haben, früh oder spät. Und ich kann euch sagen, es ist kein Spiel. Es ist echt, wisst ihr, wenn wir wieder bewusst sind mit der geistigen Welt, es geht nicht um Gemeindespielen, es geht um Leben und Tod. Glaubt mir, ich habe Leute sterben sehen. Ich habe Leute sterben sehen. Ich habe einen Jungen gehabt, ich habe ihm gesagt, wenn du nicht Buße tust, wird der Teufel, warte ganz genau, ich muss genau. Der Teufel will dich zerstören, wenn du nicht Buße tust, wirst du sterben. Oh, du hast keine Liebe, du bist kein Vater und so weiter und so weiter. Und er hat geweint, seine Eltern waren da. Ich habe extra seine Eltern gerufen, um das zu sagen. 27 Jahre war er. Ich habe extra die Eltern gerufen. 6 Monate später hat er sich aufgehängt in Psychiatrie. Es ist kein Spiel. Es ist ganz ernst. Ich kann euch ganz viel Beispiel geben. Stundenlang kann ich euch Beispiel geben. Ein nach dem anderen von Sachen, wie erlebt sind, Scheidung, alles Mögliche. Wir sind nicht in einem Spiel. Die Zeit ist sehr ernst. Finsternis rückt voran. Aber der Reich Gottes wird auch voranrücken. Aber deswegen braucht Gott eine Armee. Und deswegen ist gut, dass hier eine Gebetsarmee ist. Gott sucht Leute, die richtig ein Verständnis haben. Wow, es ist ernst. Es ist eine ernste Zeit und Gott sucht ernste Leute, die da ernsthaft sind mit ihm, weil wir sind in einem Krieg. Und da ist kein Spiel. Glaub mir, es ist kein Spiel. Ich kann euch mitnehmen in manche Länder, ihr werdet sehen, es ist kein Spiel. Wisst ihr, warum wächst die Gemeinde so in China und diese Länder? Ich hab Sarah gehört, ich habe gedacht, wow, das hat mich total berührt. Leute sind nach China gegangen und haben mit Leuten gesprochen. Und die Chinesen, ob sie sind verfolgt, sie leiden, alles Mögliche. Die sagen, wir beten für euch in Europa, in der Gemeinde. Ich denke, wow. Herr Paulus. Paulus ist im Gefängnis und er betet für den anderen. Da ist ein wahrer Apostel. Nicht mehr sein Leben. Wow. Er lebt für die anderen. Wenn man liest so schnell, die Leute haben alle Apostel heutzutage und was weiß ich alles. Ja, zeig's. Was ist unser Maßstab? Unser Maßstab ist das Wort Gottes. Das ist der Maßstab. Und mit dem prophetischen Dienst ist das Gleiche. Es ist sehr interessant, den prophetischen Dienst zu studieren, weil der prophetische Dienst ist der einzige von der vom fünffälligen Dienst, wie eine so lange Geschichte hat,
Kein anderer Dienst hat so eine lange Geschichte. Von Anfang bis zu Ende von der Bibel sieht man den prophetischen Dienst. Warum? Es ist etwas ganz Wichtiges. Das bedeutet für uns, man muss nicht neu den prophetischen Dienst sich vorstellen oder etwas vorzustellen, wie er sein soll. Man muss nur ihn wieder entdecken nach dem Wort Gottes, was das Wort Gottes sagt über den prophetischen Dienst. Gott hat immer Propheten geschickt, wenn Schwierigkeiten waren, in schwierige Zeiten. Warum? Er hat seine Propheten geschickt, für seinen Plan zu offenbaren, für sein Volk und durch sein Volk. Ich wiederhole das. Gott hat immer Propheten geschickt, für seinen vollen Plan zu offenbaren und dass sein Volk seine Pläne durch sie in die Welt bringt. Deswegen sagt Gott, er tut nichts, ohne zuerst zu seinen Propheten zu sprechen. Propheten sind ganz besonders bei Gott, an seinem Herzen, sind alle gleich, aber ganz besonders, weil ich du nicht mein Geheimnis mit jedem mitteile. Ich teile mein Geheimnis mit meinen Freunden. Und Gott teilt sein Geheimnis mit seinen Freunden, die Propheten. Ein Prophet ist ein Freund Gottes oder sollte ein Freund Gottes sein. Aber da werden wir später sehen, wenn ich Zeit habe, dass wir tiefer da hineingehen. Seht ihr, es ist wichtig für uns, die Pläne Gottes zu erkennen, weil die Pläne Gottes für die Gemeinde, für diese Welt, sind geistlich. Mit unserer Idee, mit unserer Kraft werden wir nichts hervorbringen. Es geschieht nicht durch Kraft, nicht durch Scher, so durch meinen Geist. Man sieht, man hat mehr Material, mehr Möglichkeiten heute wie nie zuvor. Und trotzdem, die Gemeinde wächst, klar, aber ist nicht so stark wie zum Beispiel Apostelgeschichte. Da haben sie keinen Fernseher gehabt, sie haben die ganze Sache nicht gehabt. Warum ist das so? Irgendwo muss irgendwas sein. Weil es war eine göttliche Ordnung. Es waren die Pläne Gottes. Wenn Gott zum Beispiel spricht mit Mose, sagt er, mach das so und so und so. Wenn er spricht mit Noah, sagt er, ja, bau das Schiff so und so und so. Und das ist, was Gott macht mit Aposteln und mit Propheten, weil das ist das Fundament von der Gemeinde. Er gibt ihnen genau die Pläne, wie es sein soll. Und jede Gemeinde ist anders, andere Berufung, andere Sachen. Es ist nie gleich. Aber manchmal, ich komme in manche Gemeinde und ich bin in McDonald's. Weil die Gemeinde in Brüssel ist die gleiche wie in Paris, in Straßburg ist die gleiche, obwohl andere Geister sind, andere Sachen sind, andere Kämpfe sind, andere Kulturen sind, ist total anders, aber es wird so wie reproduziert. Kennt ihr das? Dann ist diese Gemeinde. Und ich bin nicht hier, um kritisch zu sein, ich bin hier, um Sachen zu offenbaren, damit wir erkennen, okay, was hat Gott vor? Was hat Gott für einen Plan vor? Die Gemeinde hier ist nicht wie andere Gemeinde. Sie ist von Gott gebaut. Ich baue meine Gemeinde, hat Jesus gesagt. Ist nicht wie eine andere Gemeinde. Spezifisch. Piero ist Piero. Gott gebraut den Piero, wie er ist, und hat das gegründet hier, so wie es jetzt ist. Okay? Ist nicht wie eine andere Gemeinde. Warum? Es ist die Gemeinde Gottes. Und Gott baut sie. Aber manchmal kommen sie in Gemeinde, ist gleich wie die andere und so weiter und denkst, ist was Menschliches gemacht. Und das kann nicht bestehen. Okay, die Gemeinde soll echt zurück zum Herzen Gottes, das Herz Gottes hören, so wie Noah oder so wie Mose, so wie Noah. Gott sagt ihm, das Schiff baut so und so. Und das Schiff hat gehalten. Obwohl die Probleme sind, obwohl die ganzen Schwierigkeiten sind. Und während ich das vorbereitet habe, ist wie wenn man Gott gesagt hat, in der Bibel steht, es in der Endzeit wird es wie in den Tagen Noah sein. Kann es sein, dass wir wieder hören sollten auf Gott und dass wir eine Arche bauen, wie bestehen wird in diese schwierigen Zeiten? Gott sagt, es wird sein wie in die Zeit Noah. Es ist sehr interessant. Was war in die Zeit Noah? Wenn ihr zurückgeht, seht ihr, es war viel Gewalt. Und was ist dieser Wort in Hebräisch, Gewalt? Hört gut zu. Hamas. Und Hamas
bedeutet auf Hebräisch extreme Gewalt. Das bedeutet Vergewaltigung und so weiter und so weiter. Seid ihr habt ihr das gesehen auf meiner YouTube-Seite? Ja, ich habe ein Video gemacht über das, über Hamas, Palästina und so weiter. Und darüber spreche ich darüber, dieses Video, es heißt geistlicher Blick auf den Krieg, wie stattfindet. Und da ist Palästina. Palästina, von wo kommt dieser Name? Dieser Name kommt von ein Emperor Adrian der Kaiser. Er mochte nicht die Juden. Und hat er gesagt, und das ist, es bedeutet Philister. Und das sind die größten Feinde. Seht ihr? Die Geschichte wiederholt sich immer wieder. Und deswegen sollen wir einen Blick haben in der Schrift, weil er wusste, ich weiß nicht mehr, wie der heißt, dieser Prophet, er wusste genau, dass noch 70 Jahre sind nach der Schrift. Er hatte die Schrift geschaut und das hat ihn erklärt. Ich kenne Leute, die sind Propheten, sie werden nicht so prophezeien, aber ich kenne einen so, der ist total stark. Du liest seine Bücher, sagst, wow, der Mann hat echt Offenbarung. Er tut nicht so prophezeien. Ich glaube gar nicht, der weiß, dass er charismatisch ist, aber das ist so stark durch den Wort, boah, ist echt, wow, das ist echte Gabe. Und ich sage Prophet, weil wir haben manchmal eine Sicht, ein Prophet muss so oder so sein. Nein, nein. Gott hat viele Propheten. Ich weiß nicht, ob ihr Rick Joyner kennt. Kennt ihr Rick Joyner? Seine Bücher sind super, oder? Ich lese seine Bücher, boah, sind total stark. Ich bin hingegangen. Ich hoffe, wenn man, dass er das, ich sagt ihm nichts. Ich bin hingegangen, wenn er gepredigt hat. Das war so langweilig, ich kann nicht sagen. Ich habe gedacht, oh, was ist da los? Das war langweilig, seine Predigt. Nicht so Salbung und so. Es war echt nicht so gut. Aber seine Bücher, es gibt Propheten, die sind berufen, für Bücher zu schreiben. Ich kann nicht, ich sage ihm aber nichts. Nicht, dass ich mal nach Amerika gehe und... Aber wirklich, ich habe ihn Predigt gesehen. Boah, das ist aber kein Salbung, nicht so. Aber seine Bücher, die sind eine Tiefe. Ja, ist total, seht ihr, ist ein Prophet, aber so ist nicht. Ja. Und da gibt es verschiedene Arten von Propheten. Aber da ist nicht, da will ich jetzt nicht reingehen. Aber seht ihr, Hamas. Und warum ist es wichtig, darüber zu sprechen, über den prophetischen Dienst? Kommt mit mir in Matthäus 24. Matthäus 24. Im Vers 3. Als er aber auf den Ölberg saß, traten die Jünger allein zu ihm und sprachen, sage uns, wann wird dies geschehen und was wird das Zeichen deiner Wiederkunft und des Ende der Weltzeit sein? Interessant, die Frage, wie sie stelle. Und dann sagt Jesus, und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, habt Acht, dass euch niemand verführt. Habt Acht, dass euch niemand verführt. Ein Zeichen von der Endzeit ist Verführung. Ich wiederhole. Ein Zeichen von der Endzeit ist Verführung. Gehen wir weiter. Denn viele werden unter meinen Namen kommen und sagen, ich bin der Christus. Und sie werden viele verführen. Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Habt Acht, erschreckt nicht, denn dies alles muss geschehen. Aber es ist noch nicht das Ende. Ich habe diese Bibelvers gekriegt, wenn der Krieg war in Jugoslawien damals. Ich habe den Fernseher geschaut, so wie der Piero schaut auch Fernsehen. Habt ihr gehört gestern Abend? Und ich bin am Fernseher schaue und auf einmal in mein Herz kommt Matthäus 24, Vers 6. Ihr werdet vom Krieg hören, aber es ist noch nicht der Ende. Wow. Und ich glaube, wir sind in einer Zeit, und in der Zeit, in der wir sind, ist wie wenn die Frau schwanger ist. Wisst ihr? Vor dass das Kind kommt, die, ich weiß nicht, wie man sagt auf Deutsch, die drücken, die Wehen werden immer intensiver und schneller und in der Abstände. Und das Gleiche ist momentan, ist wie wenn Jesus kommen wird, ja, zurückkommt und die Wehe sind da, die Gemeinde legt in der, die Welt, die Gemeinde, alles ist in der Wehe und es wird immer, zack, Corona-Krieg. Tag, Tag, Krieg in Ukraine, Tag, Krieg in Israel, jetzt Krieg da, Krieg da, Krieg da. Und das wird zunehmen, sagt die Bibel. Aber achte auch darauf, erschreckt nicht. Wir müssen nicht erschrecken, wir müssen keine Angst haben. Aber es wird zunehmen, so was die Bibel sagt. Denn ein Heidenvolk wird sich gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Und es werde hier und dort Hungersnöte, Seuchen und Erdbeben geschehen. Das wird kommen. Aber ich glaube, dass das Wort hier, Heidenvolk oder
Heidenvolk und das andere Wort ist, warte mal, wo bin ich? Heidenvolk oder Königreich. Es steht auch, ich glaube im Griechischen, es bedeutet ethnische Leute. Ethnie, sagt man das auf Deutsch? Ethnie? Zum Beispiel hier sind Deutsche, dann sind Polen hier in Deutschland oder Muslim in Deutschland und so weiter. Und das ist, was bedeutet, es wird vielleicht so wie ein Bürgerkrieg geben. Ich glaube, das wird kommen in Frankreich, so wie eine Art Bürgerkrieg. Es wird kommen. Und vielleicht in Deutschland auch, ist möglich. Man sieht überall in ganz Europa oder weltweit sogar, wie der Antisemitismus wieder hochkommt, dieser Geist. Und man sieht, wie Rechtsextreme wieder hochkommt in der ganzen Welt. Immer mehr und mehr. Und man muss auch schauen, ne? Man muss das beobachten. Man braucht nicht Prophet zu sein, um das zu sehen. Okay? Und das sieht man. Manchmal das Problem ist, dass die Leute sagen, sie sind Prophet, aber sie sehen, was alle sehen, und sie sagen, sie sind Prophet. Aber der Prophet sieht, was ist, aber er sieht vor allem die Pläne Gottes. Amen. Und er ruft die Pläne Gottes ins Sichtbare. Weil manche Leute haben Offenbarung vom zweiten Himmel. Zweiter Himmel vom Feind. Und dann prophezeien sie das Negative und so weiter und so weiter und so weiter. Und das ist nicht gut. Man braucht Offenbarung vom dritten Himmel. Amen. Gut. Gehen wir weiter. Und dann sagt er, dies alles ist der Anfang, der Namen. Und dann ab Vers 11, ich überspringe, und es werden viele falsche Propheten auftreten und viele verführen. Wow, es werden viele falsche Propheten. Und jetzt, es gibt falsche Propheten, aber es gibt auch echte Propheten. Und für uns ist es wichtig zu erkennen, was sind die echten und was sind die falschen. Und deswegen werde ich weiter predigen. Und die Bibel sagt sogar, sie werden Zeichen haben und so weiter. Weil der Feind hat auch Dienste, wie der Piero gestern auch gesagt hat, in seinem Reich. Und glaub mir, manchmal sind sie bewusster als wir Christen. Die Leute, die fasten und beten alles, ne? Gegen die Christen. Ne? Die fasten, die beten, sie kennen die Macht des Gebets, sie kennen die Macht des Fasten und so weiter gegen uns Christen. Und manchmal, bei uns ist uns nicht immer so bewusst. Die Welt heutzutage ist schlimmer wie Sodom und Gomorra. Weil Sodom und Gomorra, das waren zwei Orte. Aber momentan ist überall in der ganzen Welt, was geschieht. Und deswegen, Gott liebt die Menschen. Und deswegen schickt Gott seine Freunde, die Propheten, dass die Leute nicht nur Worte hören, aber auch das Herz von Gott. Ein Prophet tut nicht nur die Worte Gottes mitteilen, er tut auch das Herz Gottes mitteilen, die Gefühle Gottes mitteilen. Okay? Und sein ganzes Leben ist geprägt. Ich kann mich erinnern, einmal hat Gott zu mir gesprochen, 2 Tage lang habe ich geweint. 2 Tage, ich war erschüttert von Kopf bis zu Fuß. 2 Tage lang, ich habe nur geweint. Habe ihr Freund angerufen und habe gesagt, du, das ist mir passiert, was meinst du und dies und das? Hat er gesagt, da ist ein weiser Mann. Hat er gesagt, weißt du, manchmal haben wir ein Wort von Gott, aber manchmal hat uns das Wort. Manchmal hat uns das Wort. Du bist so geprägt vom Wort, das Wort, du dich so ergreife, das Herz Gottes, du dich so, nicht nur die Worte Gottes, aber das ganze Herz vom Vater, du dich so ergreifen, du bist platt. Du bist echt platt. Die Liebe Gottes ist so stark. Ich hab das noch nicht gehabt, aber ich habe schon ganz stark die Liebe Gottes erfahren. Ganz stark, habe geweint, alles mögliche auf dem Boden, alles. Aber ich habe jemanden gehört, der hat gesagt, Gott, hör auf, ich kann es nicht mehr ertragen. Boah, er könnte nicht mehr die Liebe Gottes ertragen. Überlegt mal. So stark ist die Liebe Gottes. Die Welt ist irgendwo. Es gibt so viele Probleme, Okkultismus und so weiter, immer mehr Leute gehen in der Okkult, Esoterik und so weiter. Warum? Weil die Leute suchen nach Antwort und sie wissen, es gibt mehr. Und Gott hat uns geschaffen mit einem Ewigkeitsgedanke. Gott hat uns geschaffen, in unserem Geist ist etwas da, wir wissen, es gibt das Übernatürliche und ist eine Sehnsucht da. Aber wir suchen an den falschen Ort. Und manchmal die Leute, die in die Okkulte gehen, die wollen auch Macht haben und Macht ausüben.
ja, und Kontrolle habe und Dominanz über der andere. Und oft ist da Stolz da. Sie glauben, wir wissen. Die anderen wissen nicht. So, das wird gestrahlt. Okay, ich sag's. Meine Schwiegermutter ist im Okkulte. Meine Schwiegermutter. Ja, Schwiegermutter, es gibt so Geschichte mit Schwiegermutter. Ich werde gar nicht damit anfangen. Aber sie ist im Okkulte. Und sie ist Lehrerin. Boah, manchmal ist es schwer. Aber Gott ist clever. Gott ist clever. Sie ist Lehrerin und sie korrigiert meine Bücher. Jawohl. Gott ist weise. Doch, sie korrigiert meine Bücher. Sagt sie, ja, ich bin nicht damit einverstanden. Sag, ja, ist nichts. Du musst ja nicht einverstanden sein. Du musst sie nur korrigieren. Hey. Ich weiß, was gesät wird. Das kommt irgendwann zur Frucht. Aber ich sehe, wie dein Stolz ist. Ich weiß. Und alles mit eigener Kraft, wisst ihr? Ja, man kann sich weiterentwickeln und neue Erkenntnis haben. Und alles ist okkult. Okkult bedeutet geheime Sachen, ja? Aber es kommt von der Finsternis. Und deswegen ist alles versteckt und so weiter. Aber bei uns ist es anders. Bei uns ist Offenbarung, ist Aufdecken. Ist totaler andere. Freist die Finsternis und reißt das Licht. Und deswegen ist wichtig, dass Propheten kommen, weil ich glaube, es gibt auch Konfrontation mit den Mächten der Finsternis. Ich habe Leute gehört, wenn ich in Afrika war und so weiter, haben wir gesprochen. Leute haben gesagt, wenn die Hexer sagen, sie können nicht über unsere Häuser gehen, weil es ist wie ein Feuer, wie durch unsere Häuser geht. Aber ich habe mit Leuten gesprochen, weiß, wir beten am Tag mindestens 2 Stunden, weil es ist so ein geistlicher Kampf. Es geht nicht um die Zeit, ja, beten und so weiter. Es geht um ernsthaft Gebet, ja, ernsthaft, weil sonst können sie gar nicht bestehen. So ist die Konfrontation mit dem Mächte der Finsternis. Du spürst echt, wenn du an Orte gehst, du spürst, wie die Finsternis da sind, das klebt dran der Haut und so weiter. Also guter Ort zu lernen, zu kämpfen. Ich war mit meinen Mitarbeitern, waren wir in Neukaledonien und da ist ganz viel Hexerei und habe ihn mitgenommen. Unten ist das Meer und da ist so wie ein Fels, ein großer Berg, ich weiß nicht, Ravin, ja, so ganz hoch, also vielleicht 20 Meter. Und dann unten ist das Meer, 20 Meter hoch und ist das Meer. Und dann wollte ich ihm lernen, habe gesagt, komm mal hier an der Sache. Und dann ist er da. Und sage ich, und, was spürst du jetzt? Er sagt, oh, ich möchte mich da reinschmeißen. Ich habe Mordgedanken. Ich sage, siehst du, hier sind Menschen geopfert worden und so weiter. Hier ist, diese Geister sind da und die versuchen dich reinzuziehen. Es ist ein echter Krieg, in dem das wir sind. Ein echter Krieg. Und deswegen sind Propheten wichtig, weil die offenbaren auch die Pläne vom Feind. Propheten sind Wächter. Ich habe Wächter auf deine Mauer gestellt. Und ein Wächter ist da, um zu beobachten. Ein Wächter ist da, um zu erkennen, was läuft. Um die Gemeinde auch zu warnen. Wow, wir sind in einer ernsten Zeit. Steht auf, werde Licht. Halleluja. Amen. Und auch die Pläne Gottes zu zeigen. Und wie gesagt, da Römer 8, Vers 19, die ganze Schöpfung erwartet mit Sehnsucht die Offenbarung der Söhne Gottes. Die Offenbarung von wer wir sind. Und deswegen ist es so wichtig zu verstehen, dass Gott Interesse hat an den Menschen. Er ist nicht, wie die Griechen denken, ein Gott, wie irgendwo die Welt geschaffen hat und jetzt kommt mit ihren Problemen. Was Kopfschmerzen kommen, ich gebe da Aspirin und fertig, komm zurecht mit deinen Problemen. Nein, nein, Gott hat Interesse an den Menschen, Gott hat Interesse an der Zukunft, Gott hat Interesse über Deutschland, über Frankreich, über jedes Land. Gott hat Pläne. Und die Antwort für Gott, für die Probleme von dieser Welt, ist die Gemeinde. Und die Gemeinde ist kein Gebäude, die Gemeinde ist alle Leute, die gerettet sind. Das ist die Antwort von Gott für diese Welt. Aber die Bibel sagt, wir sind das Licht der Welt. Die Bibel sagt, wir sind das Salz der Erde. Die Bibel sagt auch in Jesaja, es gibt keine die Errettung ist ferne, weil es keine Wahrheit mehr gibt auf dem Marktplatz. Wow, es gibt keine Wahrheit mehr. Und deswegen ist die Errettung ferne. Aber Gott möchte nicht, dass die Errettung ferne ist. Er möchte, dass wir als Gemeinde aufstehen
und vorangehen. Und dass die Gemeinde stark ist, hat Gott den fünffälligen Dienst gegeben, um die Gemeinde zu schulen, zu trainieren. Weil die Bibel sagt in 2. Korinther 10, Vers 4, wir haben nicht mit, die Waffe unseren Krieg sind nicht fleischlich, aber mächtig zwischen Gott, um die Festung zu zerstören. Festungen. Und es gibt geistliche Festungen an Orten, aber es gibt Festungen in unserer Gedankenwelt. Und es gibt Propheten, die sind mehr wie der Piero, die sind immer im Himmel und so weiter und ja. Aber es gibt andere Propheten, die haben eine Berufung und eine Salbung. Wenn sie predigen, kommen die Festung runter bei den Leuten. Es gibt natürliche, also Festung in Ding und ist sehr interessant. Hört gut zu, sehr interessant. Wenn sie, und ich glaube, es ist die Zeit, das hat mir Gott gesagt gehabt, glaube ich, vor einem Jahr, ja, über letztes Jahr, er hat mir eine Bibelstelle gegeben, habe ich gesagt, Gott, was ist die Bibelstelle für 2023? Er hat mir gesagt, ich würde einen Weg gehen, wo ihr noch nicht gegangen seid. Ich sagte, wow, cool. Und es ist interessant. Und das sagt er zu Joshua, vor dass sie in das Land hineingehen. Und wenn sie in das Land hineingehen, was ist das Erste, was sie zu bekämpfen haben? Jericho. Festungen. Welche Festungen haben wir, die uns hindern, das gute Land, wie uns Gott gegeben hat, einzunehmen? Welche Festungen haben wir, die uns hindern, das ganze Erbe zu nehmen, Christus in uns? Welche Festungen haben wir noch? Festungen von der Vergangenheit, du kannst nicht, es ist nicht möglich, du bist zu klein, du bist zu groß. Du bist nicht so, ja, die Zeit Jesus war anders, jetzt macht Gott nicht mehr. Man kann so viele Festungen haben und die Festungen müssen fallen. Aber es ist interessant, die Festungen fallen nicht mit menschlichen Sachen. Was hat er gesagt? Gott hat eine Strategie gegeben. Ihr müsst in die Dinger blasen, Poschone, und dann sind die Mauer gefallen. Unser Krieg ist ein geistlicher Krieg. Man kann nicht diesen Krieg führen mit menschlichen Waffen. Wir werden nicht besiegen können. Amen. Ich bin hier befreit worden, bei Piero, hier in der Gemeinde, von einem religiösen Geist. Könnte man nicht denken, ne? Ich war ein fetter religiöser Hund. Ich kann euch sagen, wirklich. Also fett nicht, aber ihr wisst ja, was ich meine. Ich war auf der Bibelschule. Achtung. Und wenn ich zurückgekommen bin von der Bibelschule. Und dann bin ich da. Und Piero sagt, Gott wird zu euch sprechen. Und dann kommt eine Frau, das war nur Judith damals. Die Judith. Und die nimmt das Mikrofon und fängt an zu pfeifen. Ich komme von der Bibelschule. Das steht aber nicht in der Bibel. Es steht, aber ich wusste es nicht. Was, Gott spricht zu uns im Pfeifen? Das gibt's doch nicht. Und dann pfeift sie und dann sagt Piero so, jetzt gibt Gott eine Antwort. Und die ganze Gemeinde fängt an. Ich denke, ja, die Leute haben schon ein bisschen eine an der Schüssel hier. Wirklich. Ich habe wirklich das gedacht. Die haben wirklich eine an der Scheibe. Die pfeifen alle, das ist doch verrückt. Die machen, was der Pastor sagt. Ich habe gesagt, okay, aber ich werde auch pfeifen. Ich mag es zu pfeifen. Ich pfeife auch. Und habe ich gepfiffen. Und dann habe ich angefangen zu lachen und zu lachen und zu lachen. Und ich habe gesehen, ich habe es gesehen, wie von meinem Geist so Geister weggegangen sind, so von meinem Kopf. Wie in dem, dass ich gelacht habe, habe ich Befreiung. Boah, es war übernatürlich. Seht ihr aber, ich weiß nicht, wie Gott das könnte anders machen, aber es war halt so. Und deswegen ist es wichtig, dass wir offen sind und die Sache verstehen mit unserem Geist. Menschlich gesehen, das ist doch verrückt, oder? Du pfeifst und du wirst frei. Okay, wir fangen an. Aber überleg mal, ist dir, und das ist auch wieder wichtig. Jetzt habe ich gesagt, seht ihr, okay, wir fangen an. Nein, nein. Gott macht einmal so und einmal so. Warum? Warum macht Gott so und einmal so? Das gibt's doch nicht. Einmal kommt er. Ich war mal in Madagaskar, ich gehe wieder in 3 Monaten oder 4 Monaten, ja. Und dann Evangelisation, und dann sagt man, predige das Evangelium,
Leute bekehren sich und so. Und dann sagt Gott, okay, was soll ich jetzt machen? Sag mir, Gott ruft die Blinde vorne. Sag ich, okay. Ich kann sowieso niemanden heilen, ist dein Job. Sind Blinde da? Bitte kommt nach vorne. Der erste Blinde, oh Rabashi Karaba, sei geheilt in Jesu Namen. Siehst du? Nein. Sag ich, okay, es fängt gut an. Nächster. Hände auf. Jesu Name sei geheilt. Siehst du was? Nein. Okay. Bleiben noch drei. Okay. Geh zum nächsten, will die Hände auflegen. Gott sagt mir, spuck auf deine Finger und mach's ihn auf die Augen. Ich sag, ja, er ist blind, er sieht sowieso nicht, okay. Hab ich den Spuck auf die Augen gemacht, hab gesagt, siehst du? Er sagt, ja, ich sehe so Formen. Ich sag, oh, das ist wie in der Bibel. Wisst ihr, die Bibel, er fängt an, die Formen zu sehen. Hab ich gesagt, oh, das ist cool, das ist wie in der Bibel. Und dann, okay, weiter gebetet, aber er hat nicht ganz gesehen, aber dann weiß ich nicht, er ist gegangen und ich schaue und ich weiß nicht, was passiert ist. Vielleicht hat ihn Gott ganz geheilt, ich weiß es nicht, was war. Aber das war auch, seht ihr, verrückt. Und was ich damit ausdrücken will, ist, dass einmal Gott so machen kann und einmal so. Ja, warum Gott gibt uns nicht ein Rezept? Weil er kennt uns. Er weiß, wenn er uns sagen wird, so oder so, hätten wir keine Beziehung mehr mit ihm. Aber Gott will eine Beziehung mit jedem von uns. Weil er ein Vater ist und er liebt seine Kinder. Und er hat gern eine Beziehung mit seinen Kindern. Und deswegen hat er seinen einzigen Sohn gesandt, damit seine Kinder wieder Gemeinschaft haben können mit uns. Mit ihm, Entschuldigung. Gott ist ein guter Vater. Und deswegen ist der Vorhang zerrissen und du kannst kommen, weil du bist gewaschen durch das Blut Jesus, du bist gerecht und du kannst mit Kühnheit vor dem Thron Gottes gehen. Wow, mit Kühnheit. Aber der Feind wird alles versuchen, um uns zu hindern, dass wir nicht diese Intimität haben. Weil er weiß ganz genau, wenn Leute eine Intimität mit Gott haben, sind sie gefährlich. Sind sie gefährlich. Weil sie sind, wenn sie die Intimität haben mit Gott, sind sie voll, haben sie die Substanz von Gott, sie werden verändert nach seinem Bild, sie haben die Pläne Gottes, sie werden vom Geist geleitet. Und das ist so cool. Wisst ihr, der Feind, das ist so, so cool. Der Feind weiß ganz genau, wenn er das und das macht, werden wir so und so reagieren. Okay? Aber wenn wir im Geist sind, werden wir anders reagieren. Und jedes Mal ist er veräppelt. Jedes Mal, du und mein Riefer Apple. Die Leute, und wir. Was kannst du machen? Was können die Leute machen? Ich kann mich erinnern, ich habe mal Befreiung gemacht. Ah, du bist ja, komm in die Wohnung. Die Angelika hat sich bekehrt da, in meine kleine Wohnung, wie ich hatte. Ich war noch nicht verheiratet. Und dann sind drei Frauen gekommen, nicht zum Heiraten, weil sie brauchte Befreiung. Aber ich mache nicht Befreiung allein. Also sie ist auch gekommen, hat sich bekehrt und hat sie auch Befreiung gehabt. Ja, Angelika. Ja, sie ist nicht meine Frau, weil Leute können glauben, sie ist meine Frau, wie der Piero gesagt hat, sie ist nicht seine Frau und sie ist nicht meine Frau, sie ist meine Tochter, geistliche Tochter. Wie Paulus gesagt hat, ich habe sie auf die Welt gebracht. Okay. Und dann kommen die drei Frauen und eine Befreiung und schreit und alles mögliche. Sie ist vergewaltigt worden und ganz viele Sachen. Und dann ist hochgekommen und hat geschrien und so weiter. Und dann gehen sie wieder, die drei Frauen, ich gehe runter und die Nachbarin, die ist nicht gläubig. Was machen sie da? Und greift mich voll an. Die Dämonen sind von meiner Wohnung, ich war schließlich in seine Wohnung gegangen. Das war ganz heftig und ich war im Geist. Das war so gut. Ich war im Geist wirklich. Ich bin ganz in Frieden geblieben, habe ganz gemütlich geantwortet. Wisst ihr, die Frau hat viel Probleme gehabt und ich habe für sie gebetet, Entschuldigung, weil ich wollte sie nicht stören, aber sie hat viel Schmerz gehabt und das ist alles rausgekommen und so weiter. Die Frau wüsste nicht, wie was machen. Sie ist weggegangen. Im Geist zu reagieren, ist in einen anderen Geist zu reagieren. Böse Liebe. Das Böse wird nur besiegt durch Liebe. Amen. Deswegen sind wir die liebendsten Menschen auf Erde. Ja. Die Liebe, voll von Liebe. Gott ist Liebe und wir sind seine Kinder. Wir sind auch in der Liebe. Es bleiben noch 3 Minuten.
Ja, ich schaue genau. Die Himmel such. Gott stoppt den Mond. Ich habe doch viel zu sagen. Aber es ist ganz interessant. Geistliche Kriegführung ist immer in einem anderen Geist zu handeln. Okay? Leute kommen mit Böse, wir sind mit Liebe. Leute kommen mit Gier, wir kommen mit Geben. Ist totaler anderen Geist. Ist totaler ein anderer Reich. Und wir sind versetzt in ein anderes Reich als Kinder Gottes. Und dieser Reich funktioniert total anders als der Reich dieser Welt. Und da ist der Prozess jetzt zu lernen. Deswegen, wenn jemand nicht von neu geboren ist, kommt er nicht in das Reich Gottes. Und manche Leute sind von neu geboren, aber sie haben nicht ihre Gedanken genug erneuert, für das Reich Gottes zu erleben und die Sachen wie im Reich Gottes normal sind. Es hat zu tun mit Gedankenerneuerung, immer das Gleiche, Römer 12. Zuerst klärt er alles. Ist sehr interessant. Paulus ist ein Apostel und Apostel bauen. Und er ist sehr interessant. Wenn man schaut, wie Paulus den Römerbrief gebaut hat, wie hat er das aufgebaut? Ist sehr interessant. Der erste Teil, Sünder, der erste Kapitel. Und dann erklärt er die Gerechtigkeit, bis Kapitel 6 und so weiter. Und dann erklärt er zuerst, wer wir sind, okay? Und dann erklärt er, wie man im Geist wandelt. Zuerst Identität setzen bei den Leuten. Und diese Gedanken müssen wir haben in der Gemeinde. Wie hat Paulus gebaut? Die Gemeinde, als weiser Architekt hat er gebaut. Und wie hat er gebaut? Und die Gemeinde zu bauen, sind nicht Mauer zu bauen, sind in der Leben von den Leuten zu bauen. Was macht er zuerst? Identität. Er gibt ihnen Identität und jetzt sagt er, okay, weil ihr jetzt so seid, ihr seid jetzt gerecht, ihr seid vollkommen, ihr seid in Christus und so weiter. Jetzt wandelt im Geist. Und ganz interessant, wie fängt er an mit Wandeln im Geist? Römer 8, Vers 1. Es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus sind. Wenn wir unter Verdammnis sind, können wir nicht im Geist wandeln. Es gibt keine Verdammnis. Halleluja. Der Schuldschein ist zerrissen. Halleluja. Er hat uns frei gemacht. Amen. Halleluja. 30 Sekunden noch. 30 Sekunden. Ich habe das gesehen. Ich habe Leute gesehen, Christen, sogar Leute, die Gott dienen. Eine Frau hat mal gesagt, gab damals, ja, ich habe mich gewidmet als, wie sagt man das, als Jungfrau zu bleiben für Gott. Okay, vielleicht hat Gott das gesagt, ich weiß es nicht, ne? Kann sein. Manchmal ist es ein religiöses Ding auch, ich weiß es nicht, aber okay. Und sagt, ja, und ich bin gefallen vor 15 Jahren oder was weiß ich, oder 20 Jahre. Ich habe mir nicht vergeben und so weiter und so weiter. Überlegt mal, das ganze Leben hat sie unter Verdammnis gelebt, obwohl dass sie frei ist von jeder Verdammnis. Obwohl das Blut Jesus sie gewaschen hat. Seht ihr, wie wichtig Erkenntnis ist? Unsere Predigt. Sie wandeln in der Finsternis, weil sie keine Erkenntnis haben, weil sie kein Verständnis haben, weil sie keine Intelligenz haben, weil sie keine Offenbarung haben, wandeln sie in Gefängnis. Es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus sind. Halleluja. Amen. Ich kann der Herr einen Applaus geben. Amen, Amen, Amen.